Mein Name ist Maria Kuhn und ich unterrichte an der Musikschule und an der Berufsfachschule für Musik in Kronach Gitarre und Mandoline. Heute möchte ich euch die Mandoline vorstellen. Die Mandoline gehört zu den Zupfinstrumenten und entstammt der Lautenfamilie, was man sehr gut sehen kann an dem birnenförmigen Korpus der Mandoline. Also hat sehr viel Ähnlichkeit, ist ein bisschen kleiner und ist auch ein bisschen kleiner als die Gitarre. Sie hat keine Zargen. Ist also halbrund. Es gibt allerdings auch andere Formen der Mandoline, zum Beispiel die Flachmandoline oder es gibt natürlich auch E-Mandolinen. Die Saiten sind aus Metall und man schlägt die Saiten mit einem Plektrum an. Dieses Plektrum kann aus Horn sein oder aus Schildpatt oder in dem Fall ist es hier aus Hartgummi. Ursprünglich hat man auch Tierfedern verwendet, zum Beispiel von einem Geier, den Federkiel. Das Besondere an der Mandoline ist die Doppelchörigkeit, also sie hat vier Doppelsaiten und das gibt so den besonderen Charakter. Die Mandoline ist in Quinten gestimmt, das ist die gleiche Stimmung wie bei der Geige. Also wir haben die Töne G, D, und E. Eine besondere Spielweise auf der Mandoline stellt das Tremolo dar. Das heißt eigentlich wörtlich sowas wie zittern, bedeutet aber, dass man die Töne so schnell wiederholt, dass der Eindruck entsteht, dass es eben ein lang anhaltender Ton ist. Das ist natürlich speziell für die Mandoline oder für Zupfinstrumente eigentlich ansonsten eher untypisch. Für die Mandoline haben viele berühmte Komponisten geschrieben, wie zum Beispiel Händel oder das erste Klangbeispiel war von Vivaldi oder Mozart, Beethoven, Mahler, Schönberg und viele mehr. Sehr gern wird die Mandoline in der irischen oder auch in der amerikanischen oder auch in anderer Folkmusik eingesetzt, zum Beispiel im Bluegrass oder auch im Jazz. Eine irische Melodie. Ja, wenn man jetzt an diesem letzten Beispiel sieht, an dem Abschluss, kann man auf der Mandoline auch Akkorde spielen. Das heißt, man kann eigentlich wie bei der Gitarre sich auch begleiten. Und das würde sich dann so anhören. Country roads take me home to the place I belong, West Virginia. Natürlich kann man die Mandoline auch sehr gut mit anderen Instrumenten zusammenbringen. Also mit der Gitarre harmoniert sie natürlich sehr gut. Sie passt in verschiedene Kammermusik sehr gut rein und natürlich auch solistisch sehr interessant. Ich finde, die Mandoline ist was ganz Besonderes. Man kann sie ab circa 6 Jahren lernen. Es ist günstig, wenn man so ein bisschen kräftigere Finger auch schon hat, weil man muss ja doch 2 Saiten auf einmal drücken. Vom Preis her ist das Instrument nicht so sehr teuer. Also man kann schon so circa 300 bis 400 Euro eine ganz gute Mandoline bekommen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wenn ihr oder sie Interesse habt, dann meldet euch doch einfach in der Musikschule. Tschüss!